Herzlich willkommen zurück hier bei mir, Kuhmann, und meinem Lieblingsspiel zurzeit, Minecraft. Ganz genau, das sage ich auch immer. Gut, es ist so, wir sind ja hier am Steinebraten und wir möchten, müssen, sollten, wollen hier von diesen Ziegeln Stonebricks haben, damit wir besser, ja, oder das Fundament fertig machen können oder weitermachen. Fertig ist übertrieben, würde ich mal sagen. So, wir nehmen mal zwei Schaufeln mit, damit wir schneller vorankommen. Sehr gut. Und irgendwie ist es schon noch praktisch, dass der Pillager-Chef da unten in der Höhle liegt. Oder steht. Weil ich denke mir, solange die hier sind, könnte ich mir vorstellen, haben wir Ruhe. Hier, das machen wir wieder zu. Genau. Auch das machen wir wieder zu hier. Das machen wir auch wieder zu. So. Und da kann man nämlich hier die Blöcke setzen. Sehr schön. Ach, diese Musik wieder. Was ist das? Ori, ja. Ich lieb's. So. Und dann macht das hier langsam, wie wir in Schweizerdeutsch sagen, a gautik. Haben wir noch Wasser. Das könnte man vielleicht dann irgendwie unterirdisch so mit, wie wollen wir sagen, Fenstern oder so anschaubar machen. So. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Die vorderen, unteren Mauerstücke kann ich erst machen, wenn ihr euch entschieden habt. Ihr habt noch etwas Zeit, um mir bekannt zu geben, in Form eines Kommentares natürlich, was ihr gerne hättet. Und zwar geht es darum, welchen Boden verwenden wir für unsere Burg. Und zwar stehen zur Auswahl Cobblestone, Brickstone oder geschliffenes Diorit. Find alles nicht schlecht eigentlich so. So. Und jetzt brauchen wir schon wieder neue Steine. So, das heißt, wir müssen vielleicht schon bald wieder runtergehen. 15 Steine haben wir noch, die nehmen wir mit. Hier, was ist das? Okay, haben wir noch Cobblestone. Andesit, Gravel. Das kann man alles nicht mehr verwenden, ne? Nee, das Schwert behalten wir noch. Ein bisschen Schutz muss sein. Polished Diorit. Diorit klassisch. Aber ich denke, ja, am einfachsten wäre es halt schon irgendwie so mit Stein oder so. Hm? Gut, wir gehen zum Steinschleifer. Dann nehmen wir die 15 mit. Schlecht. So, Steinschleifer, 15 Brickstones für die Mauern. Da schauen wir mal, wie das so wird hier. 2. Eins, zwei, drei. Damit man hier schon mal ein bisschen das Gefühl bekommt, wie es aussehen wird. Eins, zwei, drei. Zwei, die nehmen wir gleich hier hin. Ja. Und so ist es dann. Dann, wenn hier die Treppe ist, haben wir jetzt das Holz noch hier. 38 Stück, das ist super. 1, 2, 3.
Also würden wir dann mit echten Blöcken, also großen Blöcken, ausverstatten? Ihr wisst schon, was ich meine. Und das wird so ein bisschen das Grundgerüst der schönen Burg, der Festung. Sehr schön, sehr schön. Jetzt machen wir das hier, ziehen wir das auch nach oben. Hier in der Mitte können wir vielleicht Fenster lassen. Gucken wir mal, wie wir das machen genau. Und dann können wir hinten die Mauer durchziehen. Ja. Das wird schon schön, habe ich das Gefühl. Hier müsste man nochmal gucken. Das ist nicht so der Hit. Da muss ich nochmal jeder reintun dann. Aber die Sonne geht unter. Und ja, wir müssen ins Bett. Warum auch nicht? Komm. Der sucht immer noch seinen Boss da. Ist okay. Den zeige ich euch nachher mal, wo der feststeckt. Das ist lustig. Der ist nämlich da rumgelaufen. Bei mir. Erst lief er, ja, eine längere Zeit unterm Haus durch. Dann aber ist was passiert. Lustig. Und zwar... Dann ist er hier hinten durchgegangen. Warte mal, wenn ich schon hier bin. Das nehmen wir weg. Hier hinten. Wo ist es denn? Da unten ist er. Seht ihr ihn? Oh. Ich habe nichts gemacht. Gut. Sehr schön. Aber ich freue mich. Also, das wird schon eine tolle Geschichte hier. Ich sehe das kommen. Jetzt brauche ich Stein, Stein, Stein. Oh. Mein Streaming-Channel-Lied. Nicht schlecht. Machen wir die einheitliche Höhe hier. Man weiß ja nie, wie viel Platz das man im Labor brauchen wird. Fackel, damit man das hier abbauen kann, gefahrlos. So. Sehr schön. Hier gehen wir mal bis hinten. Das kann man dann ausbauen mit Stufen, also mit so echten Stufen. So. Brauchen wir das hier? Nee. Dann nehmen wir die nächste. Sieht sehr gut aus. Steinproduktion läuft. Das ist halt der Unterschied dann, wenn man nicht im Creative Mode arbeitet, sondern wirklich sich die Baumaterialien selbst holen muss.
Muss. Da braucht man halt eine gute Höhle. Das ist soweit schon mal okay. Wir machen das noch eins breiter hier. Sehr schön. Professioneller Steinhacker. Sehr gut. Die Ecke kann man noch ausheben hier. Ausgeleuchtet ist okay. Vielleicht hier noch einen. Sehr gut. Dann kommt die oberste Leiste hier. Die nehmen wir auch noch mit. Hier ist irgendwo eine Höhle, hä? Eine größere. Was haben wir jetzt? Ja, wieder ein paar Stacks mehr. Das ist okay. So. Ich würde mal sagen, das muss auch weg hier. Als Fackelständer hier wieder. So. Das ist 3 hoch. Komm, hier nehmen wir noch ein bisschen mit. Ja, ist vielleicht schlecht gewesen. Nehmen wir dann mit hier. So. Ja, und das nimmt Form an. Wirklich. Ja, sorry, ich sage immer dasselbe, ich weiß. Aber was soll ich denn sagen? Wir buddeln halt einfach. So. Weil es gibt ja schließlich auch etwas zu erreichen hier. Den will ich nicht hier, sondern eher da. Passt. So. Dann schauen wir mal. Machen wir noch einen 64er Stack hier rein. Dann Kohle. Wo haben wir die Kohle? So, füll mal auf. Mit dem Rest machen wir Fackeln. Von denen kann man nie genug haben.
Sehr gut. Perfekt. Dann läuft es hier wieder ein bisschen. Andesit. Diorit, Andesit. Gravel. Mhm. Was hören wir hier? Bitte? Da müssen wir mal vielleicht dann wieder erstens mal Zuckerrohr schneiden, zweitens ein weiteres Feld anbauen mit dem Kameraden Karotte. Haben wir jetzt immerhin schon eine? Ist es das Schaf einfach oder? Ich weiß auch nicht. Wo ist die Sonne? Ja, geht bald unter. Ich denke, wir könnten fast noch einen zweiten Backofen machen hier. Komm, machen wir einen zweiten Ofen. Dann haben wir diese hier. So, einmal rundherum. So. Sehr schön. Dann schmeißen wir hier nochmal Kohle rein. So. Und ein Stack. Da haben wir nämlich morgen ein bisschen mehr von den Steinen. Das ist super. Was gibt es hier noch so? Dirt, Schere, Tools etc. Die Karotte schmeiße ich mal hier rein. Obwohl, das ist ja Gardening-Zeugs. So, irgendwann weiß ich dann, was es ist. Ein Hühnerschall können wir versuchen. Wir haben ja schließlich schon einige Eier, habe ich gesehen. Dann hier noch ein paar Möbel und so. Ja, ist es noch nicht Nacht? 14. Sehr schön. Und es gibt ja jedes Mal XP, wenn man da was aus dem Backofen nimmt. Deswegen dachte ich mir, müsste man vielleicht auf dieser Basis eine XP-Farm machen. Aber das kommt dann alles in die Burg, würde ich sagen. Hm? Und das ist hier jetzt aber auch nicht durchgelaufen von dem her. Hm? Gut, wir nehmen das mal mit, was wir haben. 24 ist nicht viel, aber besser als nichts. Bäh. Das ist falsch. Das schwimmende Schaf. Wegen dem ist er nicht weißer. Sehr schön. 2, 3. Dann dasselbe hier hinten. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Und hier. Eins, zwei, drei, vier. Hier könnte man vier. Hm? Dann wäre das falsch gewesen. Das wäre dann hier. Und dann machen wir hier unten. Selbe Höhe. Super, das passt. 1, 2, 3, 4. Machen wir das hier nochmal. Das ist ja eine Befestigung, nicht wahr? Ich denke, das kommt schon nicht schlecht.
Perfekt. Das Schaf ist in der Burg. Schön. Hier ist ein Besucher. Wunderbar. Da gucken wir mal. Haben wir wieder Stein hier. 16 ist okay. 32 ist okay. Dann wieder hier rein. Wieder diesen Stein. 32 Stück, das ist super. Und, aha. Hier hinten machen wir es dann anders. Weil hier hinten möchte ich das dann... Warte es mal. Die Leiter, die nehme ich nochmal mit. Ja, es ist halt schwierig ab und zu. So. Eins, zwei, drei, vier. Schon mal so. Zack. So. Sehr schön. Gar nicht schlecht. So kommt das Grundgerüst langsam, langsam, aber sicher. So, das kann man hier noch oben draufsetzen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Und so nimmt das Fundament langsam an Form an. Hm? Perfekt. Gefällt mir. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so... einen Ausstieg für das Schaf machen, dass es wieder rauskommt, nicht? Hier können wir auch noch hochziehen. Hey, und diese Zeiten, wenn du mal begonnen hast, Minecraft zu spielen, die Zeit fliegt. Aber das Vor nimmt wirklich Form an. Ich finde das super. Eben, jetzt kommt es drauf an, ihr habt immer noch die Entscheidungsmöglichkeit. Hier, welchen Boden nehmen wir da rein? Cobblestone, Brickstone oder Polished Diorit? Da warte ich erstmal auf eure Feedbacks. Und etwas habe ich gesehen, das würde ich gerne noch kurz machen. Und zwar, wir haben ja noch... Wir nehmen hier ja noch mal ein Stück. Das ist super. Wir bauen Dreck in die Hütte. Das ist super, schön. Dann würde ich gerne hier von dieser Seite nämlich das so machen. Einmal, zweimal, dreimal, dass es verbunden ist. Dann lass mich mal überlegen, wie gehen wir hier weiter? Bleiben wir auf dieser Höhe oder machen wir Stufen runter? Ich glaube, wir machen Stufen runter. Mal gucken, wie das aussieht hier. Eins. Nee.
So. Eins, zwei, drei. Und dann wir hier. Entsprechend dann wieder Holzweg. So. Weil wir wissen ja noch nicht genau, hebe ich hier noch aus oder lasse ich es so. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ob der See größer wird. Hier würde dann der Anschluss kommen von der Zugbrücke. Das würde bedeuten, so irgendwie, dass dann hier diese zwei Stufen irgendwas nach vorne gestoßen werden. Was genau, kann ich noch nicht sagen. Sehr schön. So, und jetzt ist es schon wieder Zeit zu sagen, hey, bis nächstes Mal hier bei Kuhmann, dem Burgenbau und das schöne, dem schönen, schönen Ländchen hier. Und es wäre schon, ich stelle mir halt hier dann so ein Riesenschloss vor irgendwie. Vielleicht noch eine Anlegestelle irgendwo für ein Boot oder eine Schiffsflotte, ich weiß es nicht. Hier nach vorne so ein bisschen dann die Felder. Kuhfarm, vielleicht einen kleinen Stall da vorne noch oder so. Ja, ich denke, die Pläne sind vielseitig, die Zeit ist kurz. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Minecraft mit mir, dem ja wahrscheinlich lieben Kuhmann. Danke dir. Tschüss. Ja, jetzt bin ich weg.